Hi, guten Morgen. Wie ihr alle gleich sehen könnt, haben wir hier einen Bienenschwarm. Und als allererstes in dem Video möchte ich einfach kurz mal vorstellen, dass wenn ihr auch in so einem Homehive imkern tut, die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr hoch ist, dass eure Bienenschwärme sich wieder an die Außenkante von dem Muttervolk setzen. Ich habe dafür biologisch noch keine Erklärung, außer dass ich die Leistenform, also diesen Winkel hier in Verdacht habe, dass das dazu führt, dass die Bienen sich vermehrt wieder unter den Stein oder eben hier oben hinsetzen. Ich habe das nämlich tatsächlich relativ oft, wenn es doch mal passiert, dass mir Schwärme ausbrechen. Ja, auch mir passiert es. Das sind größtenteils die vermieteten Völker. Bei meinen eigenen Völkern habe ich nämlich einen anderen Rhythmus reinzugucken. Da wird sozusagen direkt getaktet und bei der Vermietung muss ich halt irgendwie gucken, dass, ja, ich sag mal, der Preis relativ günstig ist und dafür muss ich aber tatsächlich immer mal wieder mit der Zeit so weit nach hinten gehen, wie es einfach nur möglich ist. Und ja, es kann mir passieren, dass bei vermieteten Völkern Schwärme rausgehen und mir kommt das Homehive einfach zugute, dass die Tiere sich da gar nicht erst an den Baum setzen und weggehen, sondern wirklich, ja, sich größtenteils eben hier hinsetzen. Was ich euch jetzt zeige, ist die Durchsicht vom Muttervolk und die Schwarmbildung hier in diese Kiste rein. Wer mich kennt, der weiß, kellerhaft, davon halte ich gar nichts, das ist Tierquälerei. Es gibt viel bessere Methoden, mit Bienenschwärmen umzugehen. Und eine von diesen Methoden möchte ich euch jetzt zeigen. Als allererstes brauchen wir einen Königinnenkäfig, weil bei einem Bienenschwarm geht es ja immer in erster Linie darum, die Königin zu erwischen. Und bestenfalls tut man die Königin auch sofort in so einen Zusatzkäfig rein, weil sonst besteht die Gefahr, dass den Bienen vielleicht die neue Kiste nicht so ganz passt. Und dann würden sie wieder ausziehen. Also Königinnenkäfig ist wichtig, der Wassersprüher ist wichtig. Und das erste, was wir jetzt machen, das ist wirklich nur Wasser. Da sprühen wir jetzt hier ganz leicht drauf, um die Bienen nicht zum Abstarten zu bewegen. Wenn ich da jetzt gleich schüttel an dem Schwarm, dann würden die ja wieder in die Luft fliegen. Und wenn ich die eben mit Wasser vollsprühe, werden die Bienen kurzzeitig lahm und flugunfähig. Und dann legen wir als allererstes mal so eine Plane hier drunter. Mit dem Finger würde ich das jetzt nicht machen. Da ist einfach die Bienenmasse zu hoch und deswegen nehme ich jetzt einen Besen. Und den, ich hoffe, man kann es im Video sehen. Ja, vielleicht muss ich mich rumdrehen. Kann ich noch nicht so gut arbeiten. Ja, doch, vielleicht geht es von der Seite. Okay, also wir fegen erstmal alle Bienen hier auf unsere Plane. Und gucken natürlich auch gleich, ob nicht die Königin hier irgendwo langläuft. Das wäre nämlich der beste Fall, wenn die hier schon da ist. Sieht jetzt aber nicht so aus, wie wenn die Königin hier wäre. Nein, sieht überhaupt nicht so aus, wie wenn die Königin da ist. Ist nicht schlimm. Dann kippen wir erstmal die Bienen hier in die Kiste. Und dann gehen wir hier auch noch mal kurz im Wassersprüher drüber, dass die auch drin bleiben. So, jetzt haben wir hier noch mal einen Haufen. Und den fegen wir jetzt auch ab. Ab in die Kiste. Und die Königin war jetzt hier nirgends dabei. Ich vermute, die Königin ist hier runtergegangen und sitzt unterm Bienenvolk, weil da hängt nämlich ein relativ großer, ja, noch so eine Traube drunter. Normalerweise sollte ich das Gitter hier immer ziehen können. Komm schon, jawohl, hat funktioniert. Wenn wir jetzt viel Glück haben, kann ich die rausziehen und habe die Königin unten drunter. Und wenn nicht, dann würden die jetzt wieder ins Volk hochlaufen, weil ich da jetzt hier eine freie Bahn für die Bienen mache. Dann muss ich die Königin innen wieder raussuchen. Naja, also hier war sie leider jetzt auch nicht dabei.
Dann heißt es jetzt einfach nur, sucht die Königin. Wird schon irgendwo auftauchen hier. Wenn es gar nicht anders da geht, muss ich den Stein hier abschrauben. Also die Kiste abschrauben. Und dann so richtig da unten drunter gucken, weil das ist schon, da habe ich die Königin. Na, komm schon. Ich habe sie gesehen. Jetzt muss ich sie nur greifen. Habe ich sie? Jawohl, ich habe sie. Okay, also die Königin ist hier in meiner Hand. Die war tatsächlich hier unterm Stein. Und jetzt wird die Sache wirklich einfach, weil wer die Königin hat, hat auch alle Bienen. Lass mal die Königin da reinlaufen. Komm, hopp, ab in deinen Käfig. Das war jetzt richtig super. Und jetzt müssen wir allerdings ein bisschen mit dem Bienenschwarm arbeiten. Weil wir haben jetzt halt einen großen Teil des Ursprungsschwarms einfach verloren, weil die wieder unten reingegangen sind. Und wie man das auch hier beobachten kann, die Bienen gehen jetzt wieder alle in die Kiste, anstatt hier zu ihrer Altkönigin. Das kann immer dann passieren, wenn der Bienenschwarm sich ans Muttervolk wieder hinsetzt, dass dann auch einfach ein Teil der Bienen wieder zurückgehen kann. Das muss nicht passieren, das kann passieren. Und wie ihr seht, bei meinem System ist halt genau dieses Verhalten dann doch ein bisschen stärker wie jetzt in anderen Systemen. Wenn der Bienenschwarm sich jetzt komplett getrennt hätte vom Muttervolk und keine Ahnung, irgendwo hier am Strauch hängt, dann ist es natürlich anders. Dann haben wir die 4 Kilo wirklich an so einem Ast dranhängen. Und das, was jetzt hier übrig geblieben ist, ist jetzt hier ein halbes Kilo Bienenmasse. Das reicht für ein neues Volk. Also es würde ausreichen, aber sowas macht man nicht. Deswegen machen wir jetzt einen kleinen Kunstgriff mit diesem schönen Volk. Ich bearbeite es auch gleichzeitig durch und ziehe mir jetzt einfach einen Kunstschwarm raus, der ungefähr der Größe entspricht, wie wenn sie wieder in der Natur geschwärmt wären. Was ich auch sehr gerne mache, ich hänge in den Schwarm 2 Waben rein, bestenfalls ohne Brut. Und man muss das nicht tun, die Waben reinhängen, aber wenn ihr das tut, dann habt ihr halt einfach einen großen Vorteil, weil dann die Bienen nicht so arg krumm bauen würden. Ohne Waben, sie richten sich zwar an den Oberträgern mit ihrem Wabenbau, nur kann es halt auch mal bei einem komplett leeren Homehive passieren, dass die Bienen ihren Naturwabenbau ein bisschen kreuz und quer reinbauen. Und damit habe ich dann ein Problem. Wenn man den 2 Waben in die Mitte reinhängt, dann kann man den Aufbau von den neuen Naturwaben wesentlich besser regulieren. Also hier in dem Muttervolk haben wir jetzt definitiv Schwarmzellen drin. Sonst wären sie ja auch nicht weggeflogen. Übrigens, wenn Bienen schwärmen, das ist vollkommen normal, es gehört zur Biologie von Bienen dazu. Das ist halt die Vermehrung, so vermehren sich die guten Bienenvölker mit dem Schwarmtrieb. Im Frühling aus einem Volk macht 2 oder 3 oder 4, je nachdem wie schwarmlustig die sind. Und normalerweise sollten wir Imker ein bisschen vorsichtig sein mit Schwärmen. Weil in der heutigen Zeit haben die Tiere leider nichts zu lachen, wenn sie schwärmen. Weil dann sind die meistens am Verhungern, wenn sie nicht irgendeinen Imker bekommt. Das hier ist jetzt schon mal eine richtig gute Wabe, weil es ist offene Drohnenbrut. Und eine offene Drohnenbrut in den Schwarm hängen ist ein biologischer Milbenfänger. Da werden nämlich jetzt alle restlichen Milben, die auf den Bienen sitzen, in die Drohnenbrut reingehen. Und ich kann es wieder am Messer rausschneiden. Wie ich ja glaube auch schon in anderen Videos sagte,
wenn die Kundenvölker Drohnenbrut ansetzen, schneide ich die komplett raus. Weil hier geht es mir echt nicht um eine Selektion von Drohnen, sondern mir geht es darum, dass die Kundenbienenvölker auch stabil dran. Das ist, glaube ich, gerade die Kamera unterbrochen worden. Also ich hoffe, ihr könnt was sehen, weil auf meinem Handy sehe ich jetzt leider nichts mehr. Wieder dieses Kameraproblemchen. Hier haben wir noch mal eine Drohnenwabe. Auch solche Waben, wo noch was drauf ist, hilft dem Schwarm gerade zu bauen. Deswegen tun wir die gleich hier rein. Hier haben wir eine Pollenwabe. Also so eine Wabe wäre jetzt ausgesprochen gut, die hier in die Mitte reinzuhängen. Mehr braucht der Schwarm eigentlich nicht. Aber gucken wir mal, wie wir vorwärts kommen hier noch. Hier ist eine Weißelzelle, schön große sogar. Hier ist auch nochmal eine Weißelzelle. Hier sind auch nochmal Weißelzellen. Wow. Ich möchte jetzt auch nicht so viele Weißelzellen stehen lassen. Deswegen können wir die Weißelzellen von der Wabe auf jeden Fall schon mal rausbrechen. Und wenn ich jetzt nicht nochmal wiederkommen würde, dann würde ich jetzt jede einzelne Zelle beim Kunde rausbrechen, bis auf eine einzige. Bei vermieteten Völkern kann ich mir eine Selektion nicht erlauben, weil das Risiko für Nachschwärme einfach doch sehr hoch ist, wenn man mehr wie eine Zelle stehen lässt. Bei meinen eigenen Bienenvölkern, in meinen Gärten, da gehe ich immer auf die Selektion und lasse bis zu 5 Weißelzellen stehen und riskiere auch das Thema Nachschwärme. Begutachte dann aber immer auch meine Gärten, dass da nicht irgendwie Schwärme dann in der Luft hängen. Ich komme hier jetzt in dem Fall aber wieder in ein paar Tagen, weil mich interessiert die Genetik von diesem Bienenvolk. Diese Genetik ist absolut vermehrungswürdig. Und deswegen lasse ich jetzt erstmal die meisten Zellen stehen und komme zum späteren Zeitpunkt wieder, um ein paar Zellen in kleinere Bienenbehausungen zu setzen. Und zwar in diese Königinkisten. Da eignet sich dann zum Beispiel mein Homehive, das Königin-Homehive. Da kann ich nämlich einfach nur die Waben mit den Bienen und den Königinzellen rübersetzen. Mache ich irgendwann auch nochmal ein spezielles Video zu. Wenn ich hier wiederkomme und die Zellen rausklaue, dann wird in dem Tag, das mache ich in den nächsten 2-3 Tagen, also an dem Tag werde ich dann definitiv auch alle restlichen Zellen mitnehmen, rausbrechen und eine bleibt übrig, damit die Bienen wieder hier eine Königin bekommen. Wenn ihr die Weißelzellen schützen wollt, dann dürft ihr da natürlich nicht draufschlagen. Dann muss man einen Besen nehmen. Weißelzellen sind äußerst anfällig auf Vibrationen. Ihr seht, der Bienenschwarm füllt sich schon etwas mehr. Die Weißelzellen befinden sich immer am Rande. Bei der Wabe sieht es jetzt allerdings nicht so aus, dass eine drauf wäre. Dann kann ich sie abschlagen.
Jawohl, ich habe recht gehabt. Das sind nämlich hier nur Näpfchen, keine Schwarmzellen. Und die drückt man hier runter, dass das Gefissel hier nicht dran ist. Machen die Wabe hier noch ein bisschen gerade, da haben sie ein bisschen ausgebuchtet. Das muss man alles mit dem Finger dann leicht korrigieren. Und hier haben wir wieder eine Drohnenwabe, die nehmen wir raus und die Bienen können wir in den Schwarm packen. Gut, also mehr Waben möchte ich jetzt dem Volk hier nicht entwenden. Wir schieben wieder den Block der großen Waben mittig. Ist ganz wichtig, dass der große Block immer mittig sitzt. Sozusagen direkt vorm Flugloch, was bei meinem System hier auch mittig ist. Die Leerwaben setzen wir immer links und rechts nach außen. Okay, hier unten sind wir jetzt schon fertig. Absperrgitter kann man reinschieben. Den Trick habe ich schon ein paar Mal gezeigt in anderen Videos. Durch das Reinschieben werden die Bienen nur zur Seite geschubst. Und das kann man immer dann machen, wenn es eben zu viele Bienen sind, um es einfach aufzulegen. Dann ist die Methode hier definitiv die angenehmste für die Tiere. Und wenn man es richtig macht, dann werden da vielleicht maximum 2-3 Bienen mal gequetscht, aber hoffentlich gar keine. Das ist aber nicht möglich, wie man hier jetzt wieder gesehen hat. Aber allein schon der Gedanke, dass ihr eure Bienen nicht quetschen wollt, ist schon mal sehr viel wert fürs Bienenvolk. Und wenn man vorsichtig damit umgeht, dann hat man auch jetzt den minimalsten Schaden. Der Honigraum kommt drauf. Der Honigraum interessiert mich jetzt auch. Hier machen wir allerdings erstmal die Eimer zu, bevor da noch mehr Bienen reingehen. Also Bienen, die in Drohnenbruteimer reingehen, die lasse ich eigentlich auch ungern wieder raus. Weil dass die sich infizieren mit Milben ist dann doch sehr hoch. Und auch wenn das Volk hier geschwärmt ist, lohnt es sich jetzt schon einen Honigraum, einen weiteren aufzusetzen. Hier unten ist nämlich schon echt gut voll. Und ja, sie werden den Honigraum jetzt nicht in den nächsten Tagen gleich vollstopfen. Aber wenn ich jetzt in die Zukunft gucke für so ein vermietetes Bienenvolk, wenn ich jetzt in 3 Tagen wieder komme und die Königinzellen entnehme, um bei mir das Volk zu vermehren in kleineren Bienenvölkern, und dann komme ich ja erst wieder im nächsten 3-Wochen-Rhythmus rein. Das heißt, dann vergehen da knapp 25 Tage. Wir haben jetzt Frühling, die Robinie wird auch bald anfangen zu blühen und deswegen macht es jetzt Sinn, tatsächlich in dem Fall den Honigraum aufzusetzen. Ich werde natürlich jetzt kurz die Chance nutzen und die Waben korrigieren und auch noch ein paar mehr Bienen hier in den Schwarm reinbringen. Wir haben zum Beispiel hier eine komplett gefüllte neue Honigwabe, die leider verdickt. Die Biene hat es dick gemacht. Ist für die Biene nicht schlimm, aber für mich in der weiteren Bearbeitung im Jahresverlauf. Mit dem Stockmeißel kann man diese Dickwaben dann doch sehr gut reindrücken und einfach wieder gerade machen. Die Biene repariert euch das komplett. Wichtig ist, dass wenn ihr das macht, der Stockmeißel muss immer gerade geführt werden, weil sonst kann die Biene die Zellen nicht mehr reparieren. Das heißt, wenn ihr den Stockmeißel schräg abzieht, dann habt ihr eine Verletzung im Bienenvolk, wo das Bienenvolk nicht wirklich kompensieren kann. Möglicherweise kann ich hier noch überschüssiges Winterfutter rausnehmen. Das gucken wir uns mal an. Also
die haben ja wahnsinnig viel Nektar reingebracht. Das ist natürlich echt super. Dass man jetzt zum Beispiel nicht Gefahr läuft, dass die Bienen hier den neuen Honig mit dem alten Futter kombinieren, könnte man jetzt Folgendes machen. Bei den Randwaben bin ich zu 100% sicher, dass sie frisch sind. Und beim mittleren Block haben wir halt noch Altfutter drin. Und deswegen können wir zum Beispiel jetzt sagen, wir nehmen hier zwei Futterwaben raus für den Schwarm als Versorgung. Jedes Bienenvolk hat immer vier Sperrwaben im oberen Block, die ich nicht berühren möchte, weil das ist immer die Nahrungsversorgung der Bienen. So, dann haben wir hier einen Block von vier Altwaben. Und das da hier ist schon neu. Da haben sie echt richtig gut gearbeitet, die Bienen. Die fangen sogar schon an zu verdeckeln. Hier wieder dasselbe Spiel. Die haben eine Dickwabe gezogen. Dickwaben ziehen die Tiere immer dann, wenn die gegenüberliegende Wabe einen Hohlraum hat. Und ihr müsst dann zwangsläufig die Wabe drehen. Sonst funktioniert das System nicht. Sonst beulen sie es euch gerade wieder aus. So, dann haben wir hier den Block der Altwaben. Das ist das hier alles. Ich mache da immer so einen Schlitz drauf, weil dann weiß ich mit Sicherheit, diese vier Waben dürfen auf keinen Fall abgeschleudert werden. Sollten auch nicht, weil selbst wenn ich eine Honigernte mache, hey, ihr braucht ja Nahrung für eure Bienen. Ich schleudere nie alles ab. Vier Waben ist das Minimum, wo immer drin bleibt nach einer Schleuderung. Wir wollen nicht, dass die Tiere räubern. Die vollen Waben werden immer zusammengeschoben. Jetzt können wir die Naturwabe doch einfügen. Und dann brauchen wir zwei Mittelwände. Abspiegel habe ich jetzt nicht dabei, aber ich setze jetzt hier einfach schon mal die grüne Kiste oben drauf als Honigraum. Tue die zwei Honigwaben rüberhängen. Da kommen dann nochmal zwei andere Waben noch mit dazu. Also zwei neue Honigwaben aus dem Lager. Ich mache mal kurz einen kleinen Laufweg, da mache ich die Kamera aus. So, und wieder zurück am Bienenstand mit der besagten Kiste. Zwei Mittelwände kommen raus für die Kunden. Wenn ihr die Tiere nicht quetschen wollt an den Hoffmann-Seitenteilen, dann müsst ihr ein Gefühl für entwickeln. Der Widerstand einer Biene, der muss gespürt werden im Stockmeißel, beim Reinschieben. Wenn ihr den Widerstand fühlen könnt, dann hört ihr einfach auf zu drücken. Und wenn ihr das lernt, dann macht ihr damit auch keine Bienen tot, weil ihr merkt es in eurer Handführung. Cool, hier ist schon mal so weit, so gut. Jetzt schiebt man hier nochmal alles in den Block zusammen. Jetzt kommt wieder der Trick der Taschentücher dazu. Wir wollen nämlich nicht, dass die Bienen sich hier quetschen, was sich vielleicht nachher bei deinem Autotransport die Rähmchen lockern. Deswegen machen wir gerade hier ein Taschentuch rein. Und wenn man es nicht rausnehmen will, dann werden es die Bienen machen. Sind ganz alleine. Da kommt jetzt nachher noch ein Absperrgitter drauf. Das habe ich jetzt nur nicht an Bord. Aber ich mache es einfach heute Abend nochmal auf, weil der Bienenschwarm bleibt jetzt bis heute Abend hier stehen. Und kurz bevor ich den abhole, mache ich hier nochmal auf, mache das Absperrgitter rein und lasse die Königin dann unten frei rauslaufen.
Okay, jetzt haben wir hier wieder unseren Block von auch weiteren 4 Futterwaben gebildet, die wir nicht abschleudern werden. Da machen wir uns mit dem Stockmeißel wieder den Balken voll. Und dann machen wir im Taschentuch hier wieder genau dasselbe. Einen Bollen hier rein, einen Bollen hier rein und das Ding sitzt. Die Folie auch schon drauf machen. Und dann machen wir wieder eine Stockkartenübertragung. Gesundheit. Ihr seht, das Bienenvolk ist immer noch stark genug. Ich setze jetzt einfach heute Abend die Honigräume auf. Oh oh. Das könnte jetzt gerade schon der nächste Bienenschwarm sein. Ich hoffe nicht. Freut mich, dass das alles so toll geklappt hat, weil ich wollte auch die Königin tatsächlich haben. Der Jahrgang ist eine alte, eine 2020er Königin. Genetik ist ein Hybrid. Es ist die grüne 23. Die Mutter war der Hybrid grün 83. Die Anpaarung war fremd, nicht bei mir auf dem Acker. Schwarmzelle war es auf jeden Fall. Der neue Standort, das Bienenvolk. Nee, die will ich eigentlich nicht vermieten. Weil die Königin ist alt und ich hätte gern die Königin zurück zur Vermehrung bei mir im Ort drin. Das heißt, wir stellen das Bienenvolk nach Durlach-Aue rein. Standort April, Aue Süd, da kommen die nachher hin. Volkstyp ist jetzt ein Schwarm. Plus KS, weil ich habe ja ein paar Kunstschwarmbildungen noch dazu gemacht. Futter haben sie bekommen. Verhalten und so weiter kann ich jetzt noch gar nicht beurteilen. Das kann ich aber hier oben machen. Ich habe im April Drohnenbrut geschnitten. Das Verhalten war gut, die Gesundheit war gut, die Entwicklung war gut, der Bautrieb war schlecht, Schwarmtrieb war zu früh, Honig war aber gut. Und jetzt machen wir hier den Strich runter. Und das hier wird das nächste Mal weggewischt, weil wir werden eine Tochter hier drin haben von dieser Königin. Soweit so gut. Das Ding kann zu. Honigraum, wie gesagt, kommt hier in 2 Tagen drauf, wenn ich wieder zurück bin. Und da ich jetzt dann dieses Bienenvolk doch nicht vermiete, aufgrund vom Alter der Königin und weil ich die Königin eben noch brauche, spricht jetzt eigentlich auch nichts dagegen, den Bienenschwarm, so wie er ist, einfach mit ins Auto zu laden und bei mir direkt aufzubauen. Ja. Soweit, so gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss.